Hallo zusammen, heute haben wir das Acer Iconia B1 für euch mal ausgepackt und bevor wir zu dem Gerät kommen, würde ich noch gerne euch den Lieferumfang zeigen. Dabei ist ein USB-Netzteil zum Aufladen des Geräts, hier das passende Kabel, dazu USB auf Micro-USB sowie eine Anleitung. Also nichts Spektakuläres. Und bevor wir zu den Anschlüssen kommen, noch was zu den technischen Spezifikationen. Es ist ein 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor mit 512 MB RAM verbaut. Außerdem gibt es 8 GB internen Speicher, den man mittels Micro-SD-Karte erweitern kann. Hier oben gibt es eine 0,3 Megapixel Frontkamera für Videotelefonie. Zudem gibt es GPS, Wi-Fi und Bluetooth. Hier unten befindet sich ein Micro-USB-Anschluss zum Aufladen und zu verbinden mit dem PC. Hier hinter der Klappe haben wir den Micro-SD-Anschluss, um den internen Speicher zu erweitern, falls die 8 GB einem nicht ausreichen. Ah, und ich klappe hier zu. So, und dann haben wir hier eine Lautstärke-Wippe, den einen Ausschaltknopf, ein Mikrofon. Hier oben gibt es nur einen 3,5 mm Klinkenanschluss und hier die Seite ist komplett leer. Auf der Rückseite gibt es auch nichts Spektakuläres außer einem Lautsprecher. So. Wollen wir mal kurz das 7 Zoll Display einschalten. Es hat eine Auflösung von 1024x600 und vielleicht auch mal kurz hier hin und her scrollen, damit ihr mal seht, dass das Gerät eigentlich gar nicht so langsam ist. Wie gesagt, dank 1,2 GHz Dual-Core Prozessor ist es wirklich recht flink und da gibt es auf jeden Fall nichts auszusetzen. Ja, soviel zum Acer Iconia B1. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.